Geschichten, zum Beispiel hier von Samsung. Das Kennwort müssten Sie mittlerweile kennen. Kein iPad, Keypad. Und wenn ich jetzt hier das Wort Experte zusammenfügen will mit Study Tray, braucht man einfach nur hier eine Bewegung machen. Manchmal nervt es, dass die Tastatur nicht aufrufbar ist. Und so haben wir jetzt hier einfach per Geste und Tastendruck die Ein- und Ausblendung der Tastatur möglich. Also wenn ich jetzt wieder was schreiben will, immerhin sollte man bedenken. So. Das Wort soll hier groß geschrieben werden. Ach, das war groß. Dann ja, was bedeutet denn eigentlich Tablet-PC? Wenn wir jetzt hier Tablet-PC heißt normalerweise, so viel ich weiß, im englischen Sprachgebrauch eher, nochmal das in Rot, Schreibtafel und im US-Sprachgebrauch ist das dann eher Notizblock. So, und dann können wir das eben hier die Kachel bunt hervorheben. Ich jetzt hier auf der Kacheloberfläche bin, der Stift berührt den Bildschirm nicht. Ich kann jetzt hier also einfach schwebend über die Oberfläche die Ansicht verschieben. Öfter mal einen schwarzen Stift in der Hand. Dann kann man jetzt hier einfach was kritzeln und ich verschiebe das Papier durch, also ohne Berührung, und somit bleibt mein, besser zu sehen vielleicht mit dem Radierer, bleibt mein Stift im Induktionsfeld und so lässt sich das dann verschieben. Ja, im Journal kann man ja immer ganz schön zeigen, wie hier, ja, springen wir nochmal am Anfang des Dokuments, wie man hier Doppelseitenansicht, man die Notizen hier so durchblättert bzw. durchscrollen kann. Es geht natürlich auch über die systemeigenen Flicks. Oder man macht es seitenweise, damit es schneller geht. Tap, 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 tap. Ja, und bleiben wir hier ruhig auf der letzten Seite mal, weil hier ein paar Wörter vorkommen. Das Wort Sperrstrom, das möchte ich jetzt hier einfach im Dings umwandeln. Sperrstrom hat er dann also auch umgewandelt. Und ja, jetzt brauche ich hier zwischen wieder Freiraum. Der Freiraum hier beginnt. So, und dann ist das Wort negativ. Jetzt entschiebe und sage gewollt.